Heute soll es noch meinen Lesemonat vom Februar geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Ja, 2017 hatte ja für mich, was das Lesen betrifft, wirklich sehr, sehr gut angefangen. Ich hatte im Januar, glaube ich, insgesamt 15 Bücher gelesen. Ich glaube, es waren 15. Also es war auf jeden Fall eine ganze Menge. Wobei ich sagen muss, dass 3 Bücher davon Niki ihre Fuchsgeschichte waren mit jeweils 50 Seiten. Also, ne, also man muss da schon ehrlich sein. Also im Prinzip waren es von richtigen Büchern 12 Stück. Also auch das finde ich immer noch sehr, sehr viel. Auch der Februar ging für mich wirklich sehr, sehr gut weiter. Ich habe im Februar, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, ich habe im Februar 12 Bücher insgesamt gelesen und auch das für mich wieder ein ultra guter Schnitt. Muss ich mir nochmal auf die Schulter klopfen. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich war im Februar eine Woche zu Hause, weil ich krank war und da hatte ich Zeit zum Lesen. Und ich war jetzt auch im März noch krank, weswegen ich jetzt auch aktueller Stand heute im März schon 6 Bücher gelesen habe, glaube ich, insgesamt, was auch schon ultra viel ist. Aber wie gesagt, was will man machen, wenn man krank ist und eine Langeweile hat und zu Hause liegt, dann liest man. Also ich mache das zumindest. Ich lese und gucke Netflix, aber ich lese lieber, als ich Netflix gucke. Deswegen komme ich da auf so eine gute Anzahl an Büchern. Genug jetzt aber erstmal vorweg gelabert. Ich fange jetzt mal mit dem ersten Buch an, was ich im Februar gelesen habe. Und zwar war das dieses hier. Verlorener Stern von Mona Silver. Ich habe dieses Buch von meinem Freund mitbekommen zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall hatte er es auf meinem Wunschzettel gesehen, weswegen er es mir dann mitgeschenkt hat. Und ich muss sagen, dass ich das Cover auch immer noch wirklich sehr, sehr cool finde. Und ja, fangen wir gleich mal damit an, dass auf dem Cover die Charaktere so um die, naja, sagen wir mal 20 vielleicht sind. Die Charaktere in dem Buch aber so um die 40, was ich schon mal irgendwie merkwürdig finde. Und ja, auch der Inhalt von dem Buch konnte mich leider nicht überzeugen. Ich fand die Geschichte im Ansatz her wirklich gut. Es geht in diesem Buch um Philip Bennett und Philip Bennett ist ein Bothy oder wie man das auch immer nennt. Und er trägt eine alte Seele in sich und diese Seele kommt von einem anderen Planeten. Und die Bothy finden dann irgendwann nach ganz vielen Jahren ihren, jetzt muss ich nochmal gucken, wie das hieß, ihr Nachfolger und ich weiß gerade nicht mehr, wie dieses Wort heißt für diesen Nachfolger. Und auf jeden Fall, wenn die den gefunden haben, geht die alte Seele dann quasi raus aus ihrem Körper und geht in den neuen rein und dann sterben die. Und Philip Bennett hat seine Seele gefunden. Er darf aber zu diesem Menschen, der dann seine Seele beherbergen soll, keinen Kontakt aufnehmen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo dieses Ritual dann vollzogen wird. Und er macht es aber trotzdem. Er kann das nicht lassen. Er möchte dieses Kind, sie heißt Hannah, vorher kennenlernen. Und er versteht sich auch mit ihrer Mutter total gut. Und die beiden kommen sich dann auch näher. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Und es kommt raus, dass Philip Kontakt hatte, was in seinem Volk verboten ist. Und er wird ins Gefängnis quasi geworfen und muss dann bis zum Tag, wo diese Wende quasi passiert und seine Nachfolgerin quasi in das Volk gerufen wird, muss er im Gefängnis bleiben. Und er macht sich natürlich Sorgen und dann passiert noch was mit dieser Kleinen und er muss sie retten und muss aus diesem Gefängnis fliehen. Und ja, ob er es schafft oder nicht und ob er es schafft, die Kleine zu retten und was dann noch alles in diesem Buch passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ich muss sagen, wie gesagt, von der Handlung her hat es mir wirklich gut gefallen. Ich mochte die Geschichte. Ich fand, das ist eine ganz, ganz tolle Idee einfach auch gewesen, die in diesem Buch da dahinter stand. Aber in der Umsetzung, nein, das ging nicht. Der Schreibstil hat mich einfach nur verwirrt. Hier waren Beschreibungen und Umschreibungen drin, die ich nicht für gut heißen kann. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was das genau ist, ich habe 2, 3 Beispiele in meiner Rezi dazu vorgelesen. Ich verlinke sie euch oben in der Infokarte. Dann könnt ihr dort nochmal reingucken. Ja, also wie gesagt, von Handlung her mochte ich es. Von den Charakteren war es okay. Schreibstil war nicht mein Fall, also so gar nicht. Auch die Umschreibungen und die Ausdrücke war einfach nicht mein Fall. Und das hat für mich natürlich das ganze Buch zerhauen. Und ja, war nicht mein Buch. Ich kann dazu nichts weiter sagen. Schade. Schade, schade, schade. Wie gesagt, die Handlung war wirklich gut. Aber der Rest war nicht mein Fall. Dann habe ich im Februar mal noch eine Reihe beendet. Und zwar die Kalendergirl-Reihe von Audrey Carlin. Auch diese beiden Bücher habe ich von meinem Freund mit zu Weihnachten bekommen. Damit habe ich die Kalendergirl-Reihe dann endlich perfekt gehabt. Das hier ist der 3. und das hier der 4. Teil. Und ich muss sagen, diese Bücher sind absolut unrealistisch. Sie sind kitschig, sie sind schmalzig, sie sind... Oh mein Gott. Okay, nee, war da andersrum. Das ist der 3. und das ist der 4. So rum. Ja, wie gesagt, diese Bücher sind so dermaßen unrealistisch und übertrieben, dass ich einfach immer nur die Augen rollen konnte beim Lesen. Dachte mir nur so, nein! Gerade im 3. Teil hat die Autorin alles
was es an Möglichkeiten gibt. Ich habe die alles in das Buch gepackt. Und noch eine Wendung und noch eine Wendung und noch einen Handlungsstrang und noch eine Nasserei und noch was und noch was und noch was. Und es war einfach zu viel. Es war für mich einfach Overload. Ich dachte mir nur so, nein, jetzt nicht auch noch das und dann das Ende. Ich dachte mir so, nein, das macht die nicht wirklich jetzt. Oh mein Gott, nein. Oh. Also der dritte Teil trieft nur so vor Infos und Wendungen und Handlungen und Plot-Twists, wie man das so immer nennen mag. Also das war mir einfach zu viel. Das war für mich Overload. Das war im dritten Teil einfach zu viel von allem und zwar einfach zu gut gemeint. Und der dritte Fall war absolut nicht mein Ding. Und ich hatte dann echt schon Angst, den vierten zu lesen, weil ich dachte so, oh nee, ich muss ja noch einen vierten Teil dazu lesen. Jetzt habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock mehr, aber ich hatte ihn ja da und ich wollte die Reihe auch beenden. Und habe dann den vierten gelesen und dachte mir dann so, hey, der ist ja ganz anders als der dritte. Weil der vierte Teil beschäftigt sich wirklich nur mit den Folgen vom dritten. Und das fand ich richtig gut. Und am Ende hat die Autorin auch im vierten Teil noch einen Plot-Twist reingehauen, wo ich dachte, ja gut, das muss sie ja jetzt noch kommen, dass das auch noch passiert. Dieser Handlungsstrang muss sie ja jetzt auch noch aufgeklärt werden. Das hätte nicht sein müssen, aber die Autorin musste halt einfach noch einen draufsetzen. Aber trotzdem fand ich den vierten Teil gut. Und der vierte Teil, muss ich ehrlich sagen, hat mir von allen am besten gefallen. Die Erotik ist zwar hier auch immer noch mega viel und ich finde die Erotik in diesen Büchern einfach zu viel und das ist nicht mein Ding. Aber von der Handlung her fand ich den vierten Teil wirklich am besten. Und ich finde halt einfach auch, dass man merkt, dass die Autorin sich hier schon mit auseinandergesetzt hat, was das für Folgen hat, was im dritten Teil alles bei den Charakteren passiert ist und wie die sich entsprechend entwickeln müssen. Und das fand ich gut, das hat mir gut gefallen. Und deswegen mochte ich den vierten Teil von allen am meisten, weil ich es einfach von der Dramatik her am besten fand, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber ansonsten muss ich sagen, dass Calendar Girl eine Reihe ist, die vor Erotik trieft, die absolut unrealistisch ist und man wirklich teilweise nur den Kopf schütteln kann und man sich denkt, ja nein, so viele Zufälle im Leben kann es nicht geben. So viele tolle Männer kann man nicht begegnen. Das ist einfach nicht möglich. Und dann, wie sie gesagt, alles, was im dritten Teil noch passiert ist, war mir einfach sowieso zu viel. Das war mir total drüber. Aber ich habe sie trotzdem gelesen. Also irgendwas hat diese Reihe definitiv, dass man dranbleiben möchte. Und jeder, der richtige Erotikbücher mag und der es halt auch kitschig und klischeehaft und übertrieben mag, der sollte sich Calendar Girl auf jeden Fall angucken. Für denjenigen ist das auf jeden Fall was. Aber mir war es echt zu viel teilweise. Ich fand die Reihe im Großen und Ganzen okay, aber ich habe jetzt nicht noch die Ambition, eine weitere Erotikreihe zu lesen. Ich glaube, ich werde auch von diesen Erotikbüchern erstmal komplett Abstand nehmen. Ich zeige euch auch gleich warum, weil die beiden Bücher, die jetzt als nächstes kommen, haben mir dann komplett gereicht in diese Richtung, komplett Erotik. Und ja, ich glaube, ich bleibe im New Adult-Bereich, so, wo die Handlung doch noch im Vordergrund steht und ein bisschen Erotik in der Geschichte ist. Das ist, glaube ich, mehr mein Ding als dieses Dauerbespringe hier von den Charakteren, wie es bei Calendar Girl ist oder bei den nächsten Büchern, die jetzt gleich kommen. Aber wie gesagt, so im Großen und Ganzen fand ich die Reihe okay, aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, mehr von der Autorin zu lesen oder weitere Erotikromane zu lesen. Ja, kommen wir zu den anderen beiden Erotikbüchern, die ich im Februar gelesen habe. Und zwar ist das Crossfire Versuchung und Crossfire Offenbarung. Bah, ja. Was soll ich dazu sagen? In diesen Büchern geht es um Eva und Gideon und Eva beginnt nach ihrem Studium und ihrem neuen Job in New York und lernt dann gleich am ersten Tag auf ihrer neuen Arbeitsstelle quasi, also sie geht einen Tag, bevor sie eigentlich anfängt zu arbeiten, nochmal den Weg ab, um zu gucken, wie lange das geht und trifft dann an diesem Tag auf Gideon Cross, den Besitzer dieses Gebäudes und ist sofort hin und weg von ihm und sie spürt sofort diese Anziehung und auch er spürt sofort diese Anziehung. Ja, und dann bespringen die beiden sich eigentlich das ganze Buch und dann wieder doch nicht und dann ja und nein und hin und her und heiß und kalt und das geht die ganzen ersten beiden Bücher so und dann am Ende vom zweiten ist alles irgendwie merkwürdig. Also ich muss sagen, dass mir die letzten 100 Seiten vom zweiten Teil am besten gefallen haben, weil da dann echt noch was von der Handlung her passiert ist, womit man nicht rechnet, also womit, das sieht man schon kommen, man rechnet damit. Aber es dann doch so zu lesen, finde ich dann doch eigentlich sehr interessant und sehr, sehr cool. Und das war halt am Ende, wie gesagt, diese letzten 100 Seiten, die haben sich halt nicht dauerhaft besprungen, wie am Anfang. Ansonsten bespringt die sich ja jede dritte Seite und es ist so viel Erotik in diesen Büchern und es war einfach nicht mein Fall. Also wie gesagt, so richtige Erotikbücher, ich lasse die Finger weg. Das ist einfach nicht mein Ding. Auch wenn ich diese beiden Bücher jetzt gelesen habe, ich habe sie im Schrank stehen gehabt, deswegen dachte ich, lese sie jetzt, aber ich werde den dritten, vierten und fünften Teil erstmal so schnell nicht lesen. Ich werde mir die auch nicht kaufen. Aber ich habe in Crossfire reingelesen und dachte mir nur so, okay, Geschichte ist ganz nett, Charaktere sind okay, aber die haben ziemlich allein an der Klatsche.
Und ja, Setting ist cool, New York. Und ich mochte auch den Schreibstil von Sylvia Day. Also ich kann nicht sagen, dass mir der Schreibstil nicht gefallen hat. Ich fand auch die Umschreibungen und Beschreibungen, der Autor und den ganzen, die Charaktere, alles toll. Aber es war mir einfach zu viel Erotik in dieser Geschichte und dieses dauerhafte Bespringe war einfach nicht mein Ding. Mir hat jemand unter meinem Video kommentiert, dass ich, wenn ich Bock habe, weiterlesen soll, weil ab dem dritten Teil es wo besser wird. Was jetzt dieses ganze Drum und Dran betrifft und dass die Handlung da auch besser wird. Aber ja, ich habe jetzt gerade keine Ambition, das irgendwie weiterzulesen, weil für mich war das einfach nur ein nerviges Hin und Her zwischen den Charakteren und mit ihren Beziehungsstörungen und Bindungsängsten und ihren Vergangenheiten und ja. Ich meine, die Bücher hatten was an sich, sonst hätte ich sie nicht alle beide gelesen. Das steht außer Frage. Aber ja, also so eine Wurzelnicht, meins war es nicht. Also wer richtige erotische Bücher mag und die noch nicht kennt, soll sich Crossfire auf jeden Fall angucken. Demjenigen wird das gefallen. Sie sind ja als neuer Shades of Grey Nachfolger ja damals so beworben worden. Und ich finde, das passt schon so. Es hat jetzt nichts mit BDSM zwingend zu tun, diese Bücher oder SM. Oder ich verstehe da den Unterschied immer noch nicht. Muss ich auch nicht. Aber von der Erotik her, ne, kann man das schon so sehen. Aber ja, mein Fall war es halt nicht. Ich bleibe im New Adult Bereich. Das steht für mich fest jetzt, wie es in der Kirche. Saget euch. So viel zu den Erotikbüchern, die ich gelesen habe. Ich hatte dann erstmal keine Lust mehr auf Erotik. Deswegen habe ich dann mit der lieben Sina, also nicht mit der von Wörtern gefesselt Sina, sondern mit meiner kleinen Sina, wie ich sie immer nenne, dann Morgen kommt ein neuer Himmel gelesen von Laurie Nelson Spielman. Und ich muss sagen, dass dieses Buch mich positiv überrascht hat. Ich habe dieses Buch ja zum Geburtstag auch mitgeschenkt bekommen. Ich habe es irgendwie jetzt mal meine ganzen Geburtstagsgeschenke gelesen, damit die immer alle so wegkommen. Und ja, dieses Buch ist ein Einzelband, was ich sehr, sehr angenehm finde. Und in diesem Buch geht es um Brett. Also sie wird wie unser Brett geschrieben. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich habe es immer Brett gelesen. Also wie unser Brett. So ein Holzbrett. Und ja, Bretts Mutter ist gestorben und sie bekommt jetzt aber nicht ihr Erbe einfach ausgezahlt, sondern sie muss etwas dafür tun. Ihre Mutter hat, als unsere Protagonistin 14 Jahre alt war, eine Liste gefunden mit Lebenszielen. Und diese Liste hat die Mutter aufbewahrt. Und Brett soll jetzt diese Lebensliste vervollständigen. Einige Punkte hat die Mutter gestrichen und bei einigen Sachen hat sie ihre Kommentare so dahinter geschrieben. Und Brett hat jetzt ein Jahr Zeit, diese Liste zu vervollständigen. Sonst war es das mit ihrem Erbe und sie kann sich das Ganze an den Hut nageln. Brett ist am Anfang sehr schockiert davon und denkt sich, was hat die sich bitte dabei gedacht? Merkt die es noch? Was soll ich jetzt tun? Und dann wird Brett auch noch aus ihrem Job entlassen. Das wollte die Mutter auch so wohlgemerkt, weil die hatte eine eigene Firma und Brett hat da gearbeitet. Und die Mutter tut erstmal quasi das komplette Leben von Brett ruinieren. Die fängt bei null quasi erstmal wieder an und weiß überhaupt nicht, was jetzt eigentlich los ist und wie sie jetzt eigentlich weiterleben soll. Und ich kann das schon sehr verstehen, weil welche Mutter macht denn sowas bitte? Also ich muss sagen, was das betrifft, ist der Ansatz der Geschichte ein bisschen unrealistisch, weil ich glaube, keine Mutter würde das machen, aber da muss man einfach drüber hinwegsehen. Und ja, dann tut Brett mehr oder weniger freiwillig diese Liste abarbeiten, weil sie sich denkt, okay, ran an den Speck, ich schaffe das. Und ja, und dann tut sich das in der Geschichte alles so entwickeln und fügen und ja, Brett arbeitet dann halt diese Liste ab und ob sie es schafft, alles wirklich von dieser Liste in diesem einen Jahr abzuarbeiten oder nicht. Das ist es, worum es in diesem Buch geht. Es geht natürlich auch noch darum, dass Brett ihre Trauer über den Verlust ihrer Mutter bewältigen muss irgendwie, denn sie war immer die liebe Kleine und das Mami-Kind schlechthin. Und damit muss sie jetzt irgendwie zurechtkommen und natürlich muss sie auch mit der Gesamtsituation zurechtkommen, dass ihr Leben gerade komplett auf den Kopf gestellt wurde und nichts mehr so ist, wie es war. Und ich muss sagen, dass mir die Handlung in diesem Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand, die Handlung hat einige Überraschungen bereitgehalten. Ich fand, die Handlung war wirklich sehr kitschig teilweise und auch das Ende ist absolut kitsch pur. Aber ich fand es gut. Ich fand es wirklich gut. Das Einzige, was mich am Ende gestört hat, man kriegt am Ende nicht gesagt, was mit dieser Liste ist. Ob sie es schafft oder nicht. Oder es ist auch so, dass Brett immer nach jedem Punkt, was sie von der Liste erreicht hat, einen Brief von ihrer Mutter bekommen hat nochmal. Und ich finde es halt schade, dass am Ende das dann nicht nochmal so aufgezeigt wurde. Also das war so das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, weil ich
ich fand es immer sehr, sehr süß, die Briefe von der Mutter dann auch zu lesen und wie sie das Ganze sieht und warum sie das Ganze gemacht hat. Sie erklärt sich dann auch immer noch so ein bisschen. Und ja, das fand ich halt doof, dass das am Ende nicht so komplett nochmal aufgelöst wurde. Aber ansonsten war ich mit dem Ende wirklich sehr zufrieden. Ich fand das Ende wirklich so süß, ne? Also wie sich das denn alles so gefügt hat. Und ich habe mit Sina aber beim Lesen gedacht, ach ja, das wäre doch schön oder das wäre doch schön. Und dann hat sich das alles so wirklich am Ende gefügt und das fand ich gut. Und ja, Handlung hat mir richtig gut gefallen, auch wenn es sehr viele Zufälle in diesem Buch gibt, die es im realen Leben wahrscheinlich nie gäbe. Aber darüber muss man einfach hinwegsehen. Dieses Buch ist nun mal einfach kitschig. Und ja, ansonsten von den Charakteren finde ich es toll. Ich mochte Pratt. Und ich fand die Entwicklung gut, die sie in diesem Buch gemacht hat, auch wenn sie das natürlich alles widerstrebend gemacht hat. Wer würde sich das einfach alles so gefallen lassen? Ich nicht, sie auch nicht, was ich gut fand. Und ich fand es auch persönlich jetzt für mich gut, dass die Charaktere in diesem Buch schon älter sind. Also Pratt ist schon über 30 und somit sind die ganzen anderen Charaktere natürlich auch schon älter. Das hat mir gut gefallen, weil ich nun auch schon etwas älter bin. Und ja, hat mir gut gefallen, mochte ich total. Wie gesagt, tolle Handlung, tolle Charaktere. Vom Setting her befinden wir uns hier, glaube ich, wo war es? Chicago. Also wieder amerikanisches Setting. Ihr wisst, ich mag amerikanische Setting. Ich weiß auch nicht, warum. Ich lese lieber Bücher mit einem amerikanischen Setting als mit Heidelberg. Berlin, was auch immer. Mag ich einfach lieber. Ich kann euch nicht erklären, warum. Ist halt einfach so. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch den Schreibstil richtig schön. Der Schreibstil hat mir so gut gefallen. Ich fand das so angenehm zu lesen. Und ich habe teilweise geflucht, dass ich das mit Sina zusammengelesen habe. Weil ich dachte, nein, jetzt musst du aufhören zu lesen. Du bist an der Stelle, die ihr vereinbart hatte. Und dann dachte ich mir so, na, ich würde jetzt gerne weiterlesen. Und da habe ich teilweise ein bisschen geflucht, weil der Schreibstil mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und es wirklich, man ist so durch die Geschichte geflogen. Also es war so leicht zu lesen und so angenehm zu lesen und ja, hat mir richtig gut gefallen. Und wenn ihr Lust auf eine Geschichte habt über das Leben und dass man auch sein Leben, wenn man älter schon ist, noch komplett ändern kann, dann solltet ihr euch Morgen kommt ein neuer Himmel auf jeden Fall mal angucken. Ich mochte es total, ich fand es ganz, ganz toll. Und ja, ich habe noch ein zweites Buch von Laurie Nelson Spearman hier stehen. Und auch dieses werde ich definitiv irgendwie mal noch demnächst mal, wenn ich Lust und Zeit habe, mitlesen. I like it, I like it, I like it. Kann ich euch wirklich empfehlen. Tolle Geschichte. Tolles, tolles Buch. Danach habe ich dann mein einziges E-Book vom Februar gelesen und zwar Stolen Love von Rose Bloom. In diesem Buch geht es um Hood und Hood ist eine Diebin und Hood wird beim Einbrechen erwischt. Natürlich im Haus eines Ex-Polizisten und jetzt Privatdetektiven. Und er fängt Hood natürlich und beide merken sofort, dass da irgendwas zwischen ihnen ist. Was man sich jetzt nicht so unbedingt erklären kann in so einer Situation. Und ja, Hood schafft es dann, dem Polizisten, also dem Ex-Polizisten, Jay heißt er, zu entkommen. Und Jay macht sich dann natürlich auf die Suche nach ihr. Und ob es ihm gelingt, sie zu finden und was da nicht noch alles passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich finde, Stolen Love ist eine schöne, leichte Liebesgeschichte. Aber ich fand die Handlung leider ein bisschen flach und ich fand auch die Charaktere leider sehr flach. Also man darf jetzt hier keine tiefgründige Geschichte mit total tollen, vielschichtigen Charakteren erwarten. Wenn man sich dabei darauf einstellt und sich auf eine locker, leichte Liebesgeschichte einstellt, dann ist das Buch wirklich sehr, sehr süß und wirklich sehr schön. Aber mir hat hier leider von der Handlung und auch von den Charakteren her ein bisschen was gefehlt. Und mir hat hier einfach auch wirklich das Verständnis teilweise für manche Szenen gefehlt. Also mir ging das hier auch alles zu schnell. Ich meine, dieses Buch hat nur 255 Seiten. Und wenn man so kurze Bücher schreibt, ist mir klar, dass man irgendwo Abstriche machen muss. Aber irgendwie war das für mich alles nicht so greifbar, leider. Also, ja, ich habe mich da halt irgendwie auf... Ich hab mir da einfach mehr von versprochen, gerade wie gesagt, weil ich Bad Girls 3 so gut fand. Und ja, habe mir natürlich auch mehr erhofft und bin natürlich auch mit einer entsprechenden Erwartung daran gegangen. Und ja, wurde dann leider ein bisschen enttäuscht, aber so ist das manchmal. Kann man nicht ändern. Aber wer wirklich Lust auf eine schlichte, schöne, leichte Liebesgeschichte hat, sollte sich Stolen Love auf jeden Fall mal mit angucken. Im Großen und Ganzen war es völlig okay. Wer aber Lust auf eine locker leichte Liebesgeschichte hat, sollte sich Stolen Love auf jeden Fall mal mit angucken. Und wie gesagt, ein schlechtes Buch ist es nicht. Es war für mich halt einfach im Vergleich zum dritten Bad Girls Teil halt ein bisschen schwächer wieder. Was ich halt schade fand. Aber naja, gut. So ist es halt manchmal. Nach Stolen Love habe ich dann gelesen, muss ich mal abspicken, dieses Buch hier.
Asche und Phönix von Kai Meier. Das ist eins meiner Subleichen. Ich habe es 2015, glaube ich, bei einer Minimumsbestellung mal mitbestellt und seitdem stand es hier rum. Und ich habe auch dieses Jahr mit Annika vereinbart, dass wir jeden Monat ein Buch zusammenlesen. Wir hatten ja letztes Jahr unsere Percy Jackson und Harry Potter Challenge. Und wir haben gedacht, das hat eigentlich mit uns mit dem Lesen immer ganz gut funktioniert. Deswegen lesen wir jetzt jeden Monat auch wieder ein Buch zusammen, nur dieses Mal halt keine Reihen. Deswegen haben wir uns jetzt diesen Monat hier für Asche und Phönix entschieden von Kai Meier, was ja ein Einzelband ist. Yay, ein Einzelband, juhu. Und in diesem Buch geht es um Parker und Ash. Und Ash ist eine Diebin und arbeitet in einem Hotel und raubt halt immer die reichen Leute aus. Und sie ist gerade dabei, die Suite von Parker auszurauben, als diese unverhofft zurückkommt und sie dabei erwischt. Parker ist aber gerade mehr oder weniger auf der Flucht vor seiner PR-Managerin und bittet Ash jetzt um Hilfe und sagt, wenn du mir hilfst, hier aus dem Hotel rauszukommen, dann verzichte ich auf eine Anzeige und jeder geht seines Weges und alles ist schön. Und Ash geht den Deal natürlich ein, weil was hat sie für eine Wahl, weil Polizei, Gefängnis und so hat man nicht wirklich Bock drauf. Und während die beiden dann auf der Flucht sind vor dieser PR-Managerin, merkt Ash schon, dass hier irgendwas nicht stimmt. Irgendwas ist hier nicht ganz normal und irgendwas ist hier nicht ganz koscher. Und die beiden schaffen es dann im ersten Moment zu fliehen, aber sind dann doch gezwungen, zusammen zu bleiben aufgrund Verkettung dieser Ereignisse, die da passieren. Und so beginnen die beiden eine Flucht durch Europa quasi, also durch einen Teil von Europa und versuchen dann herauszufinden, was jetzt eigentlich genau los ist. Und ich möchte zu diesem Buch wirklich nicht viel verraten, weil es ist hier noch ein Fantasy-Element mit drin, was eine Rolle spielt. Aber ich finde, man muss das selber lesen und selber entdecken und selber herausfinden, was da alles passiert. Deswegen werde ich zum Inhalt nichts weiter sagen, weil sonst nehme ich einfach der Geschichte viel zu viel vorweg und das möchte ich nicht. Ich muss sagen, ich fand die Geschichte im Großen und Ganzen gut. Mir hat die Handlung gut gefallen. Ich fand das Ende nur ein bisschen merkwürdig. Da hat mir was gefehlt, leider. Ansonsten, wie gesagt, von der Handlung her hat es mir gut gefallen. Ich mochte die Charaktere, ich mochte Ash, ich mochte Parker. Ich konnte hier und da manchmal das nicht verstehen, wieso, weshalb, warum die das jetzt gerade gemacht haben. Aber das ist okay. Das geht mir bei vielen Büchern so, dass ich an manchen Stellen mit den Charakteren nicht so ganz übereinstimme. Das ist völlig normal. Und ansonsten vom Schreibstil und den Beschreibungen und vom Setting her fand ich es auch gut. Vom Setting her befinden wir uns ja hier zu Beginn der Geschichte in England und dann weiter nach Frankreich, Italien. Finde ich, hat Kai Meier alles wunderschön beschrieben und hat auch die Orte gut beschrieben, dass man sich das alles vorstellen kann. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen, was das Setting betrifft. Und der Schreibstil von Kai Meier, hat mir Annika gesagt, ist in diesem Buch nicht ganz so ausladend wie sonst. Was ich gut fand, also ich finde, wäre es ausladender gewesen vom Schreibstil her, hätte es mir nicht so gut gefallen. Also ich fand das gut, dass es hier so ein ganz normaler, schlichter, einfacher Jugendbuch-Schreibstil war. Wie gesagt, ich fand die Art, wie Kai Meier diese Geschichte erzählt hat, gut. Wie gesagt, zum Ende hat mir da irgendwie ein bisschen was gefehlt. Das fand ich ein bisschen schade, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ja, ansonsten gute, solide Geschichte. Kann ich wirklich empfehlen, wer Bock auf eine Urban-Fantasy-Geschichte hat, auf ein Jugendbuch, sollte sich Asche und Phönix auf jeden Fall mal mit angucken. Und hat mir gut gefallen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das nächste Buch, was ich dann danach gelesen habe, habe ich von Lovely Books zugeschickt bekommen, ohne dass ich es angefragt habe, keine Ahnung. Und zwar ist das dieses hier, Wir fliegen, wenn wir fallen, von Ava Reed. Ich hatte auch dieses Buch in meinen Neuerscheinungen mit erwähnt und wollte es mir so oder so mal mit angucken. Und auch Ava stand als Autorin schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste mit. Und deswegen habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass ich dieses Buch von Lovely Books zugeschickt bekommen habe. Ich habe dann auch bei der Leserunde mitgemacht und habe dieses Buch auch gleich mitgelesen. Auch dieses Buch ist nicht sehr dick. Es hat, glaube ich, 300 Seiten knapp oder 200. Jetzt muss ich mal gucken. Sind ja knappe 300 Seiten, also 294 Seiten hat dieses Buch. Und ich muss sagen, dass mir dieses Buch auch sehr gut gefallen hat. In diesem Buch geht es um Yara und Noelle und um Phil. Phil ist der Großvater von Noelle und ein sehr guter Freund von Yara. Yara hat ihm immer vorgelesen, Phil ist blind gewesen und Yara hat ihm halt immer vorgelesen und so konnten die beiden ihre Leseleidenschaft gemeinsam genießen und deswegen haben die eine emotionale Bindung auch natürlich zueinander aufgebaut. Und Phil ist verstorben. Und Phil hinterlässt aber für Yara und Noelle jeweils einen Brief mit einer Bitte. Phil hatte noch Wünsche, die er sich in seinem Leben sehr gerne erfüllt hätte. Und das Ganze ist jetzt nicht mehr möglich. Und er möchte jetzt, dass die beiden zusammen diese Liste abarbeiten. Er hat beiden ein Sparbuch hinterlassen, wo Geld drauf ist, dass man das auch alles in die Tat umsetzen kann, was hier auf dieser Liste steht. Und
ja, ist halt sein letzter Wunsch, dass diese Liste erfüllt wird. Ja, und er ist davon am Anfang natürlich überhaupt nicht begeistert und denken sich, was soll der Mist? Warum? Kommen dann aber doch überein, da es Phils letzter Wunsch ist, dem Ganzen nachzugehen und Phil den letzten Wunsch zu erfüllen. Und begeben sich dann auf eine Reise und sie tun dann nicht nur nach und nach diese Liste abhaken, sondern verändern sich auch und setzen sich auch mit verschiedenen Dingen auseinander. Und wie das Ganze am Ende ausgeht, das ist natürlich die Frage, die hier im Raum steht und das verrate ich euch natürlich nicht. Ich kann nur sagen, dass von der Handlung her das hier eine schöne Reise ist, die man erlebt und es ist halt auch so ein bisschen so ein lebensbejahendes Buch und man hat beim Lesen einfach immer so dieses Gefühl so, ja hey, es ist okay, wie das Leben ist und es ist völlig okay, wenn im Leben nicht immer alles glatt läuft. Also ich finde, die Autorin hat es hier geschafft, wirklich so ein Buch zu schreiben, was jetzt halt nicht nur eine Geschichte beinhaltet, sondern auch einen nochmal zum Nachdenken anregt und halt auch nochmal so ein bisschen über sein eigenes Leben nachdenken lässt und ja, dass man halt auch für sich einfach nochmal sagt, okay, es ist so, wie es ist und man kann nicht alles im Leben bestimmen und vorhersehen, wie es kommt und es ist auch absolut nicht schlimm, dass es so ist. Und ja, ich mochte das Buch total, von der Handlung her hat es mir sehr gut gefallen. Es ist eine wunderschöne Geschichte über das Leben und über Verlust und die Bewältigung von Verlust und auch die Liebe. Und ja, ich mochte es total und die Autorin hat es auf jeden Fall geschafft, mich in diese Geschichte zu fesseln und ich habe auch gelacht in diesem Buch. Ich war traurig in diesem Buch, als ich es gelesen habe und wie gesagt, von der Handlung her fand ich es toll, die Charaktere mochte ich. Ich kam mit Noelle am Anfang nicht so klar, ich kam mit seiner Art nicht so klar, aber man liest aus der Sicht von Yara und Noelle immer im Wechsel die Kapitel und das fand ich gut, weil man so auch die Wandlung der beiden sehr gut mitbekommen hat und auch immer sehr gut mitbekommen hat, was jetzt in den beiden drin jetzt eigentlich genau vorgeht. Und das fand ich schön. Und ich fand es halt schön zu sehen, wie die beiden es geschafft haben, im Laufe der Geschichte sich weiterzuentwickeln. Fand ich ganz toll. Also tolle Charaktere, tolle Handlung. Vom Setting her befinden wir uns hier an ganz, ganz vielen verschiedenen Orten. Und bis auf so zwei, drei Sachen, wo ich sage, nee, das ist irgendwie unlogisch, das macht keinen Sinn, fand ich das auch vom Setting her ganz toll. Ich mochte die Orte, wo die hingereist sind. Ich fand, die Autorin hat das sehr gut beschrieben. Ich konnte mich da gut hineinversetzen, wie es dort aussehen soll. Und ja, mochte ich total. Und vom Schreibstil her kann ich auch nur sagen, dass der mir richtig, richtig gut gefallen hat. Zum Schreibstil kann ich nur sagen, dass der Schreibstil ein locker leichter Schreibstil ist, aber ist auf seine ganz eigene Art was Besonderes. Denn die Autorin schafft es hier einfach wunderschöne Sätze zu bilden. Ich finde, sie hat ein ganz, ganz tolles Vokabular. Also sie benutzt hier ganz, ganz tolle Wörter und auch Ausdrücke. Und ja, hat mir mega gut gefallen. Ganz, ganz toller Schreibstil. Und es war definitiv nicht das letzte Buch, was ich von Ava Reid gelesen habe. Mein Fazit zu diesem Buch ist, wenn ihr Lust auf eine Liebesgeschichte der etwas anderen Art habt, auf eine Geschichte über das Leben, dann schaut euch Wir fliegen, wenn wir fallen von Ava Reid auf jeden Fall mit an. I like it. Ich mag es total. Puh, zwei Bücher haben wir noch, dann sind wir hier fertig. Mein Gott, ich labere schon wieder viel zu viel und viel zu lang. Dann habe ich noch dieses Buch hier gelesen im Februar, Rat der Neuen gezeichnet von Veronica Roth. Und was habe ich mich auf dieses Buch gefreut, ne? Ich habe gedacht, cool, Veronica Roth, eine neue Geschichte. Ich liebe ja den ersten Teil der Bestimmung und ja, ich bin halt mit entsprechenden Erwartungen da auch rangegangen, obwohl mir ja der dritte Teil von der Bestimmung nicht mehr gefallen hat. Aber ich dachte mir, hey, der erste Teil ist gut gewesen, der war toll und wenn sie anfängt, eine Geschichte zu erzählen, haut es bestimmt auch hier wieder hin. Und ja, ich hatte mit diesem Buch so meine Schwierigkeiten, muss ich leider sagen. Ich komme aber erstmal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Arcos und Kyra. Und Arcos und Kyra wohnen zwar auf dem gleichen Planeten, gehören aber zwei unterschiedlichen Stämmen an. Der Stamm von Arcos, die Tufesi, so habe ich es immer gelesen, ist der führende Stamm des Planeten und gehört auch zum Rat. Und der Stamm von Kyra, die Shotet, wollen jetzt erster Stamm dieses Planeten werden und tun alles dafür, um die Tufesi quasi zu stürzen. Und es ist so, dass bestimmte Menschen in dieser Welt, in der das Ganze spielt, bestimmte Schicksale haben, die erfüllt werden und bestimmte Gaben haben und bestimmte Fähigkeiten. Und jetzt ist es so, dass die Shotet herausbekommen, welche Schicksale wer bei den Tufesi hat und dadurch tun sie Leute entführen. Und diese Leute sind Arcos und sein Bruder AJ. Denn die beiden haben ein ganz bestimmtes Schicksal, was mit den Shotet verbunden ist. Und ja, so werden die beiden entführt. Und zwei Jahre nach der Entführung von Arcos beginnt die Geschichte dann eigentlich erst richtig. Denn Arcos hat eine Fähigkeit, er kann die Fähigkeiten von anderen unterbrechen, indem er sie berührt.
Und also wenn Arcus einen Menschen anfasst, dann ist denen seine Fähigkeit quasi weg. Und so begegnet er Kira. Kira hat die Fähigkeit des Schmerzes. Also sie hat immer Schmerzen und sie kann diesen Schmerz auf andere übertragen. Und wenn Arcus sie berührt, ist sie halt komplett schmerzfrei. Und Kira kann halt aufgrund ihrer Schmerzen, die sie immer empfindet, nicht wirklich am Leben des Hofes teilnehmen, denn sie ist die Schwester des Herrschers Ryzak und gehört natürlich mit zum Hof und zum Hofstaat, aber kann halt aufgrund ihrer Schmerzen, die sie immer hat, nicht wirklich an irgendwie einem Hofleben teilnehmen. Und deswegen tut Ryzak Arcus quasi als persönlichen Sklaven Kira zur Seite stellen. Und die beiden begegnen sich dann und Kira merkt sehr, sehr schnell, dass Arcus kein Mensch ist, der sich alles gefallen lässt. Und so muss Kira sich entscheiden, auf welcher Seite sie steht. Und das ist es, worum es in diesem Buch so im Großen und Ganzen geht. Mehr möchte ich zum Inhalt nicht sagen, sonst verrate ich viel zu viel. Ich muss sagen, dass dieses eine sehr komplexe Geschichte ist. Und dass mir die Handlung auch wirklich gut gefallen hat. Ich mochte den Ansatz der Geschichte, ich mochte den Verlauf der Geschichte, ich fand die Handlung wirklich gut. Und ich mochte auch die Charaktere, ich mochte Kira, ich mochte Arcus, ich mochte, wie das Ganze seinen Lauf genommen hat und worauf das Ganze am Ende hinausging. Das hat mir wirklich gut gefallen, aber diese Welt war für mich nicht greifbar. Das Worldbuilding war eine Katastrophe. Es war einfach nur eine Katastrophe und auch der Schreibstil war die reinste Katastrophe. Ich finde Worldbuilding und Schreibstil, es hängt immer alles so mit zusammen. Der Schreibstil hier war sehr gezogen teilweise. Hier wurden Szenen, die man hätte kürzer fassen können, über 5 Seiten beschrieben. Und da wurde ein Tanz beschrieben, wie die da rumtanzen. Das ging 5 Seiten lang, aber man hatte keine Ahnung, weder wie die Leute überhaupt aussahen, noch wie der Raum aussah, wo das Ganze ist. Also es war für mich in diesem Buch nichts greifbar. Also ich habe keine Ahnung, wie diese Welt aussieht. Nur so in groben Zügen. Ich habe keine Ahnung, wie die Größenverhältnisse sind in dieser Welt. Ich habe keine Ahnung, wie groß dieser Planet ist, wo die drauf leben. Ich habe keine Ahnung, wie die aussehen so richtig. Ich weiß nicht, was die für Klamotten tragen. Also was das Worldbuilding und den Schreibstil betrifft, war dieses Buch die reinste Katastrophe. Und ich weiß nicht, was die Autorin hier gemacht hat und ob das vielleicht an der Übersetzung liegt. Ich habe keine Ahnung. Da ich auf Englisch keine Bücher lesen kann, werde ich es auch nie herausfinden, ob das teilweise mit an der Übersetzung liegt. Aber ich denke, man kann ja nicht alles der Übersetzung in die Schuhe schieben. Ja, ich fand es sehr, sehr schade, denn das hat die Geschichte für mich leider zerhauen. Weil wirklich der Schreibstil und das Worldbuilding ist bei einer Fantasy- und Science-Fiction-Geschichte das A und O. Da muss das passen. Und ich habe ja im Januar Diabolik gelesen, was ja auch eine Science-Fiction-Geschichte ist. Und da hat alles gepasst. Und wenn ich das im Vergleich zu Rat der Neuen sehe, denke ich mir einfach nur so, warum? Was hat die Autorin hier bitte gemacht? Ich habe ja schon im dritten Teil bei der Bestimmung gedacht, wo ist das Talent von dieser Frau hin? Was ist mit dem Talent passiert, Geschichten zu erzählen? Man hatte ja bei dem dritten Teil von der Bestimmung das Gefühl, das hat ganz wer anders geschrieben. Nicht mehr Veronica Roth. Und ja, auch hier bei dem Buch muss ich sagen, habe ich mich gefragt, was ist mit dem Talent, die dieser Frau passiert, Geschichten zu erzählen und zu schreiben. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich fand die Handlung toll, ich mochte die Charaktere, aber der Rest war einfach nur eine Katastrophe. Schrecklich. Ich muss sagen, ich bin dafür aber echt gut durchs Buch gekommen. Es ist ja auch ein ziemlicher Klopper. Und er ist unterteilt hier in, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die Kamera steht so scharf. Es ist ja hier unterteilt in 4 Abschnitte und ich habe halt das Buch dann auch an 4 Tagen nach den Abschnitten halt gelesen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich schnell durch die Geschichte gekommen, aber ich hatte echt Probleme. Ich konnte mir nichts vorstellen. Ich habe es dann auch irgendwann gelassen. Ich habe dann gedacht, okay, scheißegal wie das aussieht, lies jetzt einfach weiter. Punkt. Du kannst es eh nicht ändern. Shit happens. Und das finde ich sehr, sehr schade, denn dieses Buch hätte echt der Hammer werden können. Dieses Buch hätte der Knaller werden können für mich. Wie gesagt, Handlung toll, Charaktere toll, aber der Rest eine Katastrophe. Einfach nur Katastrophe. Ein Buch haben wir noch und zwar ist das dieses hier, Ein einziges Geheimnis von Simone Arnstedt. Auch dieses Buch habe ich zum Geburtstag bekommen. Und das ist der zweite Teil zu Die Erbin. Ich habe keine Ahnung, ob es für diese Bücher eine Reihenbezeichnung gibt. Für mich ist es immer die Erbin 2. Und jetzt im März kommt Die Erbin 3. Scheißegal, wie die heißen, das gehört zu Erbin. Und in diesem Buch geht es um Alexander, der da kriegt. Er ist der Bruder von Natalia, um diesen ersten Teil gehen. Und Alexander ist der Playboy schlechthin. Er gehört zum schwedischen Adel, er hat Geld und er hat auch das Talent, mit Geld umzugehen und die richtigen Entscheidungen in der Finanzwelt zu treffen, weswegen er einige gewinnbringende Investitionen auch getätigt hat, um sein Geld zu vermehren und dadurch kann er sich halt so ein Luxusleben, wie er es führt, ohne Arbeiten, nur mit Trinken, Spaß, Frauen, halt auch leisten.
Und dann ist es so, dass er aufgrund einer Familienfeier zurück nach Schweden muss. Und dort tut er dann auch seinen Geschäften erstmal nachgehen und begegnet Isobel Sorensen. Isobel arbeitet für eine kleine Wohltätigkeitsfirma und sie ist Ärztin und reist in Krisengebiete und tut dort den Leuten helfen. Und Alexander war ein Stifter dieser Firma, also und Alexanders Firma hatte eine Stiftung und hat die kleine, wie heißt das denn, die kleine Stiftung von Isobel unterstützt und auf einmal wurden die Zahlungen eingestellt und Isobel kann das nicht verstehen und geht dann zu Alexander, um das zu klären, um ihn um Hilfe zu bitten. Und die Begegnung der beiden läuft nicht ganz so glatt, wie man das vielleicht denken mag. Und ob es Isobel gelingt, Alexanders Hilfe zu ergattern und was sonst noch so zwischen den beiden passiert, das ist es, worum es in ein einziges Geheimnis geht. In diesem Buch ist es immer noch so, dass immer noch so eine zweite Geschichte quasi mit erzählt wird. Und hier ist es die Geschichte von Peter, dem Bruder von Natalia und von Alexander. Und ich muss sagen, dass ich Peter am Ende vom ersten Teil absolut nicht mochte. Der war mir so unsympathisch und ich habe mir nur gedacht, boah, was bist du für ein blöder Penner. Boah, nee. Und als ich dann gemerkt habe, dass es hier mit um Peter ging, dachte ich erst so, ich weiß nicht so recht. Aber die Autorin hat es geschafft, Peter in dieser Geschichte eine komplette Wandlung durchmachen zu lassen, sodass er am Ende des Buches in einem komplett anderen Licht steht als am Anfang. Und man einfach wirklich mit ihm fühlen kann und man sich in seine aktuelle Lage hineinversetzen kann und man ihn auch wirklich teilweise bemitleidet für das Ganze. Und das hat die Autorin hier echt mega gut hingekriegt und ich war teilweise war es bei mir so, dass ich die Geschichte von Peter lieber gelesen habe als die Geschichte von Alexander und Isobel und ja. Ich fand das Buch im Großen und Ganzen wirklich toll. Ich mochte, wie gesagt, die Handlung von Peter und ich mochte aber auch die Handlung von Alexander und Isobel. Ich fand halt nur, dass bei den beiden es gedauert hat, ehe die Geschichte da so in Schwung gekommen ist. Also es war am Anfang sehr viel bla 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 bla, ehe dann mal wirklich was passiert ist und so die Geschichte so Fahrt aufgenommen hat. Aber ich meine, dieses Buch ist ein 700 Seitenklopper. Da kann das auch mal dauern, ehe die Geschichte in Schwung kommt. Und ja, aber als sie dann einmal so gelaufen ist, ging das auch richtig gut. Und da hat mir die Story auch wirklich gut gefallen. Ich mochte das Ende der Geschichte und ich bin jetzt echt auf den dritten Teil gespannt. Man lernt hier die Charaktere vom dritten Teil so minimal ein bisschen mit kennen. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf und werde den dritten Teil mir auf jeden Fall holen. Ob das jetzt gleich im März ist, weiß ich noch nicht. Ich möchte dieses Buch aber ganz bald lesen. Und ja, ich fand Ein einziges Geheimnis wieder ganz, ganz toll. Ich mochte den Schreibstil von Simone Arnstedt wieder total. Ich finde, sie umschreibt ganz, ganz toll Schweden und die Orte, wo die sich befinden. Ich kann mir das wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, wie die da am Wasser lang spazieren und diese Wellen und das Grün. Und ich finde, das hat Simone Arnstedt einfach drauf, das ganz, ganz toll alles zu beschreiben. Und auch ansonsten der Schreibstil, wie sie das alles schreibt, ist locker leicht erzählt, passend für so eine erotische Liebesgeschichte. Und fand ich auch gut. Kann ich euch auch wirklich nur empfehlen, dieses Buch. Also wer die Erbin gelesen hat, sollte Ein einziges Geheimnis auf jeden Fall auch lesen. Und wer die Bücher noch gar nicht kennt, sollte sich die Erbin und Ein einziges Geheimnis auf jeden Fall mal mit angucken. Ich mag sie total gerne. Und ich muss auch sagen, dass die Erotik sich hier wirklich in Grenzen hält. Also hier haben wir auf Seite 200, 250 irgendwie das erste Mal, dass da irgendwas passiert in die Richtung. Und das finde ich völlig okay. Ich hatte ja eben schon gesagt, ne, so viel Sex und Erotik in Büchern ist absolut nicht mein Fall. Deswegen lest dieses Buch, wenn es euch da genauso geht wie mir. Ich finde es ganz toll und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Tolle Handlung, tolle Charaktere, schönes Setting, toller Schreibstil. Alles cool, alles schön. Das war mein Lesemonat vom Februar. Wenn ihr eins von den Büchern gelesen habt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.